So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses, ja, Kitchen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist immer noch irgendwie so eine Art nachträgliches Halloween-Special. Und jetzt sehe ich erstmal, dass die Location hier draußen mir viel besser gefällt als der Balkon für Ramses Kitchen. Weil der Tisch ist höher und du hast hier Bänke und alles und super und toller Hintergrund und ja. Aber es regnet ja immer zu. Kannst du dich nicht den ganzen Tag runtersetzen. Halloween ist vorbei. Wir haben eine Bandmaß kreiert zu Halloween. Das haben wir vorgedreht. Das gab es in der Nacht-Edition, wo es dunkel war mit Masken. Das gab es in der Tag-Edition, einen Tag nach Halloween. Jetzt ist zwei Tage nach Halloween und ich habe noch was für euch, was ich spontan noch zeigen möchte und testen möchte. Das ist erstmal dieser Totenkopf hier. Der sieht richtig brutal aus, oder? Und der ist gefüllt mit Süßigkeiten. Den gab es im Lidl oder Aldi. Ich glaube, es war ein, mal kurz, es war der Aldi. Den habe ich im Aldi gesehen und den gab es in ganz vielen verschiedenen Farben. Da gab es einen weißen, da gab es einen roten, da gab es einen grünen, da gab es einen blauen. Die sahen aber alle richtig kacke aus, weil das ist ja alles so durchsichtig. Und dieser schwarze war der einzige von diesen Totenköpfen, der irgendwie richtig brutal und böse aussah, eben durch diese schwarze Farbe. Und so habe ich mir gedacht, nimmt man sich mal einen mit. Ich glaube, der hat 5 Euro gekostet oder 8 Euro, ich weiß es nicht, 6,99 oder so. Und der ist prall gefüllt mit Süßigkeiten. Und was da drin ist, das wollen wir euch jetzt zeigen. Ich habe noch ein bisschen Halloween-Deko dabei, nämlich das hier. Das soll eigentlich hier unten stehen und für voll die Stimmung sorgen. Die Halloween-Maske von der Halloween-Bandmaß ist auch dabei. Aber eigentlich, ja, geht es ja um diesen Totenkopf. Wir machen mal kurz fürs Thumbnail ein Bild irgendwie so. Das müsste jetzt das Thumbnail-Bild sein und ansonsten legen wir das mal weg. Halloween-Deko sieht halt auch extra für Halloween gekauft. Ich hoffe, die lebt nächstes Jahr noch. Hat mir auch gut gefallen. Hat Marie, glaube ich, sogar rausgesucht. Hier ist jetzt also der Kopf. Unten ist ein Zettel dran. Da steht drauf: Um die Inhaltsstoff- und Nährwertdeklaration zu sehen, klappen Sie bitte das Etikett auf. Das machen wir nicht. Wir werden aber jetzt mal den Schädel öffnen und mal hier reinschauen, was da drin ist. Ich habe extra ein Stopfen von dem Etikett habe ich noch dran gelassen. Wir werden jetzt mal Stück für Stück durchgehen, was wir hier haben. Wir haben einmal Kit Kat Mini, ist auf jeden Fall Marke, kennst du, ist bestimmt richtig lecker. Maoam Stripes dabei, also eher so Kaubonbon-Zeug. Wir haben hier Mentos. Mentos Mini Strawberry, also Erdbeere. Bisher nur bekannte Sachen. Dann haben wir Luko. Das hier wie diese Liebesperlenketten, Traubenzucker, Dings, Zuckerstangen. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, aber es ist auf jeden Fall hier diese Pastillen. Diese, wie nennt man das? Das kennt ihr doch alle. Das sind so kleine runde Scheiben, die isst du. Die bestehen eigentlich nur aus so Zuckerpampe. Aber irgendwie wusste ich nicht, dass die Luko heißen. Luko Luko. Dann haben wir hier einen Chupa Chups Lutscher drin. Auch Strawberry Flavor, also wieder Erdbeer am Start. Wir haben, boah, ich glaube, da freut sich Marie total. Es sind an Halloween nämlich rumgelaufen. Und die haben alle Süßigkeiten bekommen. Und sie hat eben gesagt, sie will mal gucken, ob sie Brausepulver in ihren Süßigkeitenbeutel drin hat. Hat geguckt und da war ein Tütchen drin von irgendeiner Funny Fizz. Brausepulver und ein Knochen. Du hast so einen Knochen aus so Zuckerzeugs, hart. Und den hast du immer in das Brausepulver reingetunkt und dran geschleckt. Das hat sie jetzt gerade eben die ganze Zeit geschleckt. So ein Tütchen. Und jetzt sehe ich, hier ist eben auch nochmal so ein Tütchen drin mit einem Knochen und mit einem Hund, der das Brausepulver lutscht. Komprimierte Bonbons mit Brausepulver. Vor allem ist es auch wieder von Luko oder Lok Loko. Also, ja, ist also dieselbe Marke wie eben das Ding. Oh mein Gott, was ist das? Jetzt haben wir von der Candy Collection Berries and Bites. Berries and Bites. Eine fette, große Tüte. Hart. Ja, Gummitierchen, so hart Gummi. Gibt es ja so Weingums, die sind ja auch richtig hart. Aber trotzdem Gummitierchen, ich liebe die. Kennt ihr Weingums? Die finde ich richtig genial. Das ist genau auch so ein Zeug. Hier steht leider nicht genau drauf, wie man das halt nennt, aber das sind halt dann Berries and Bites.
Bites, also verschiedene Fruchtsorten sozusagen und alles richtig genial. Alles genial bis jetzt, alles genial. Hier ist noch was weggeflogen, das schieben wir wieder hier rüber. Dann haben wir hier so ein Marshmallow-Ding. Kennt auch jeder. Jeder schon mal gehabt, jeder schon mal gegessen. Könnt ihr euch tonnenweise reinziehen, klebt der ganze Mund zu. So ein Schaumstoff-Marshmallow-Ding, zuckersüß, brutal. Wir haben eine Packung. Oh, runtergefallenes Mamba. Wir haben Mamba am Start. Mamba von Stork. Wusste ich gar nicht, dass das von Stork ist. Ich kenne ja nur Mao Am. Aber Mamba ist ja dann auch heftig die Marke, wenn das von Stork ist. Weil Stork ist einfach brutal. Brutal und bekannt. Jetzt haben wir hier auch noch von Luco eine komplette Perlenkette zum Drummachen. Diese Knusperperlen, Zuckerperlen, das ist genau das Zeug, wie das andere Zeug ist. Und deswegen haben wir hier noch ein Roller Belta, Strawberry Flavor. Eine Kaugummi-Essrolle, sauer vielleicht, weil die sieht so bitzlig aus. Es sind lauter weiße Punkte drauf. Roller Belta, eigentlich mit Erdbeergeschmack, kenne ich so nicht. Habe ich so noch nicht gesehen. Dann haben wir hier noch ein Auge drin. Das ist bestimmt Schokolade. Solche Augen gibt es ja auch aus... Ich weiß gar nicht, ob es auch Kaugummi-Augen gibt. Das ist auf jeden Fall so ein Schokoladenauge. Da hat sie auch in ihrem Halloween-Beutel ganz viele drin gehabt. Und das Letzte, was jetzt hier noch drin ist... Was ist das? Steht da wieder Deutsch drauf irgendwo? Gummibonbons Frucht Lakritz. Eine Tüte von Bubs Godis Chalon Lakritz Skirle Gelatin Free. Sieht aus wie, erst dachte ich, es ist eine Krake. Hälfte schwarz, Hälfte rot. Vielleicht ist es aber auch, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein Geist, ein Gespenst, ein irgendwas. Es ist was Glubschiges. Es ist auf jeden Fall Fruchtanteil und Lakritzanteil an einer Sache dran. Ich glaube, die werde ich jetzt mal aufmachen, weil ich ja Lakritz-Fan bin. Ich weiß gar nicht seit wann, aber seitdem ich diese salzigen Bastarde da gegessen habe, dieses extrem salzige schwedische Lakritz, bin ich irgendwie auf Lakritz hängen geblieben. Und wenn ihr das jetzt hier rausnehmt, ach genau, hier ist es auf jeden Fall auf einmal ein heftiger Totenkopf, sogar mit so einem gekreuzten Knochen unten drunter. Und da steht Bubs drauf, überall steht Bubs drauf. Wir probieren mal so einen Lakritz. Das ist wie eine Mischung aus wirklich Bubblegum-Geschmack und Lakritz. Ich habe sowas noch nie geschmeckt, noch nie gehabt. Keine Ahnung. Wenn es das einzeln zu kaufen gibt, würde ich mir auf jeden Fall eine Tüte holen. Richtig brutal. Kanauba-Wachs, Kokosöl, Pflanzenkohle, Salz, alles mit drin, was sinnvoll ist, alles mit drin, was heftig ist. Und wenn der Totenkopf leer ist, dann könnt ihr den trotzdem nehmen und könnt ihn so zu Dekorationszwecken irgendwie irgendwo hinstellen, ne? Oder ihr füllt da wieder was anderes rein und könnt ihr machen, wie ihr wollt. Finde ich auf jeden Fall richtig stark. Sehr cooles Design, sehr cooler Totenkopf, coole Farben. Obwohl das die einzige war, die mir gefallen hat. Sehr coole Auswahl, namhafte Sachen drin. Das, was ich überhaupt gar nicht kenne, dieses Lakritz. Richtig brutal, richtig genial. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ja, soll ich öfters mal hier Solo-Videos drehen? Sonst sitze ich immer hier mit Hannes an meinem Challenge-Tisch. Aber hier muss ich noch einen scharfen Chip testen demnächst. Aber das seht ihr später. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.